Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu FIFA 19 Karrieremodus mit Sonnenhof Groß Asbach. Und heute haben wir natürlich den hochkarätigsten Hochkaräter in der Bundesliga nach Bayern München vor der Brust. Marco in der Top-Torjägerliste, finde ich übrigens sehr, sehr toll. Kann er gerne bleiben. Und ich denke, wir gehen mal kurz rein. Ich habe die Aufstellung ein bisschen geändert. Ich habe Geisler wieder da auf seine angestammte Position gebracht. Ich habe Ritter rausgenommen. Ich habe Schnellbacher reingebracht. Ich habe Bayer statt Burger reingebracht, weil ich fand, dass Burger nicht so gut war im letzten Spiel. Und ich versuche es mal anders, denke ich mal. Und ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Vielleicht läuft das ja so ein bisschen besser. Ich meine, gegen Düsseldorf, das hat mir nicht so gefallen, was Laufwege und so anging. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich halt mit anderen Spielern gespielt habe. Das wollte ich halt testen. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Zack. Zack. Toroba hat aber im letzten Spiel gut aufgepasst, fand ich. Und das ist Baku, der krasse Torjäger. Ich hoffe, dass er diese Saison eine große Rolle spielen wird. Und ich glaube, das fragen wir uns alle. Und dann nächstes Jahr zu einem Top-Club für 100 Millionen wechselt. Zu Bayern vielleicht. Vielleicht spielen wir ja. Also, so mein Ziel, um es auszusprechen, ist nicht abzusteigen. Ich weiß, es wird wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, dass ich in diese Position komme. Weil es seit FIFA, da geht alles ein bisschen schneller. Außerdem ist unsere Mannschaft ja nicht so schlecht. Und Euroleague wäre geil. Das wäre schon geil, so vom Aufsteiger zu den Euroleague-Kandidaten. Das ist schon öfter passiert. Zumindest erinnere ich mich an eine Saison, dass Freiburg und Frankfurt sind dann, glaube ich, Euroleague-Spieler gewesen. Und die waren einer von Freiburg ist, glaube ich, aufgestiegen. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, so unwahrscheinlich ist das ja nicht. Naja, die Leute in der Bundesliga, ja, bis auf vorne, sonst sehr eng beieinander mit den Mannschaften. Oh, wow, wow, bap, bap, klatsch, klatsch, klatsch. Und ja. Ich weiß ja nicht. Ja, ich bin gespannt, um ehrlich zu sein, wie Fortuna Düsseldorf sich schlägt. Ich meine, die haben keinen so guten Start in die Liga gehabt, wie ich gesehen habe. Unsere Aufstellung kennen wir schon. Das ist Jones. Ein krasser Mann. Warum haben wir Dortmund so... Habe ich einmal weggedrückt schon? Sehe ich die ganzen Ausstellungen nicht mehr, oder was? Madu. Geisler. Wieder auf seiner Position. Ich glaube, da fühlt er sich am wohlsten. Jones findet das vielleicht nicht so gut. Er fühlt sich auf jeden Fall direkt, hat er direkt einen Fehlpass rausgehauen. Große Mannschaften könnten uns liegen, aus dem Grund, dass sie das Spiel übernehmen wollen. Und wir, Schnellbacher. Ah, schön. Oh, Da wollte er mal. Das ist nicht gut, aber Hüsing behält die Form. Ishak als Stürmer. Passlack. Was, die gibt's da noch? Ziyech. Ishak. Ich habe diese Lücke gesehen. Das ist Belfodil. Belfodil sei schon. Delaney habe ich gerade gesehen. Ich bin gespannt, wie sich Bayer heute macht. Was war das für ein Pass, Herr Geisler? Sancho. Immer noch bei Dortmund. Wer weiß, ob er so lange bei Dortmund sein wird noch. Man weiß es nie, ne? Der ist auf jeden Fall dankbar, der Junge. Und er hat ja auch da eine Entwicklung gemacht, du. Das ist ja nicht normal, ne? Von 5 Millionen auf 70 Millionen Marktwert oder was? Stand jetzt gerade. Kann sich natürlich wieder alles ändern sofort. Dortmund hat ja auch gefühlt jedes Jahr eine neue, komplett neue Mannschaft. Habe ich das? Bis auf Reus, der bleibt für immer da und ist verletzt. komm. Ich habe keinen Bock, hier zu verlieren. Ich werde, also ich meine, gegen Dortmund zu verlieren, ist jetzt ja so wirklich keine Schande. Hm.
Schön. Spielt er den Ball. Schön. Was für eine Kombination. Und dann ist Schnellbach eiskalt vor dem Tor. Verdammt, da hat er einfach mal die Kombinationsmaschine, die lief auf Hochtouren und schon steht es 1:0. Oh, das war einmal schnell. Schön durch und der Schnellbacher eiskalt. Da funktioniert das doch. Hätte man noch halten können. Aber der hat damit einfach nicht gerechnet, dass der da einfach auch hinschießt. Aber die Maschinerie auf Hochtouren, da haben wir mit quasi einem Dortmunder Spielzug die Dortmunder überrumpelt. Damit haben die nicht gerechnet. Jones. Oh. Schlechter Pass. Witzel. Passlack. Passlack. Witzel. Witzel. Der hat übrigens die Ruhe weg. Der Witzel. Der ist so ein Spieler. Der keine Ahnung. Der ist Gras auf zwei Beinen. Der ist einfach immer so chillig drauf. Oder spielen wir ihn durch? Spielen, flanken wir doch mal rüber. Und dann ist es 2:0. Sag mal, was ist hier los? 2:0 gegen Dortmund. Das habe ich mir nicht erträumen lassen. Niemals. Mann, schön noch mal rübergelegt. Und Baku und Dortmunder geht noch mal ins Tor. Und dann passiert ja nichts mehr. Der ist einfach drin. Der konnte ihn nicht halten. Der Spieler und der Torwart nicht. Gomez. Ishak. Jetzt sind die Dortmunder ein bisschen verunsichert bestimmt. Ich weiß ja nicht, wie weit die letztes Jahr gekommen sind. Das hätte ich mal gucken sollen vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, die Aufstellung wirkt, oder? Oder die Mannschaft wirkt jetzt einfach. Einfach Dortmund vielleicht auch einen schlechten Tag. Passiert. Schlechter Start, so vielleicht. Boah, Boll. Ganz souverän. Ich habe übrigens Gründemann verliehen. Dementsprechend hatte ich keinen Ersatztorwart mehr. Habe ich mir den ich vorher verliehen habe an Wigan Athletics, den Grossi oder wie der heißt. Eigengewächs. Haben wir entdeckt. Habe ich mir zurückgeholt. Von Wigan Athletics, habe ich schon gesagt. Weil damit die zweite heute hat. Der ist jetzt schon so gut wie Gründemann. Und er ist gerade mal 16 oder so, glaube ich, oder was? Er hat auf jeden Fall riesiges Potenzial. Das ist ein guter Mann. Ein guter Mann. Schöner Ball nach vorne. Da ist Otto. Otto hat der. Und oh, der hat Eier, aber er schießt drüber. Zu große Eier. Oh, South Park läuft hier nebenbei. Ich weiß, ich hoffe, ich habe das im Fernseher nicht so laut, dass man das jetzt nicht im Hintergrund hört. Es ist ja auch fast, das ist 2 Uhr nachts. Ich habe hier so Zeiten, ich habe auch keinen Schlafrhythmus, weil ich immer nachts arbeite. Und dann kann ich aber auch nicht immer zur selben Uhrzeit schlafen, weil dann muss ich mal aufs Kind aufpassen oder also da wach bleiben oder was auch immer. So bin ich manchmal ziemlich im Arsch, muss man tatsächlich dazu sagen. Schön, Baku hat gechillt, hat gewartet. Hemmelein, schön rausgespielt. Baku mit dem ganz knapp. Da wollte er machen. Baku jetzt mit 3 Saisontoren, das fängt ganz gut an. Torjägermäßig. Otto natürlich mal hier. Ja, es ist einfach Geißler auf dieser Position, der gehört da einfach hin. Schade, ich dachte, er hat sich freigelaufen. Es sah so aus im Augenwinkel des Spielfeldes. Dahut. Otto. Er macht vielleicht noch seinen Weg. Der ist ja Mittelstürmer und er hat auch so diese Affinität dazu. Und jetzt ist Sancho. Jetzt könnten sie schnell machen und dann einfach mal den Anschlusstreffer machen. Aber. Oh. Wow, und ich konnte unter Hut, was macht der denn da? Oh, das wäre normalerweise sicher der Anschlusstreffer gewesen. Er versucht es mit einem Kunstschuss und zieht den Ball einfach rüber. Ich will ja nichts sagen, aber Idiot. Den hätte er doch einfach, den hätte er einfach reinnicken können. Bei den beiden Spielern hat er überhaupt nicht mehr drauf. Der kam da gar nicht gedankenschnell, gar nicht hinterher. Mist, das war ein schlechter Pass.
Jetzt will Sancho wissen. Sancho. Schön weitergeleitet. Und Choroba nicht ins Aus. Schön nochmal den normalen Pass. Und den Geißler rein. Und da ist Baku, aber ich weiß nicht, wer da aufpasst im Tor gerade. Ich konnte den Namen nicht wirklich lesen. Schöne Kombination. Und dann ist der einfach nicht drin. Der Otto, der muss doch mal da treffen. Wenn er da schon so frei zum Schuss kommt, dann steht es 3-0 gegen Dortmund. Das wäre hammermäßig. Die Großen unterschätzen uns, glaubt mir. Nur deswegen ist das so. Schnellbacher. Ich will mal versuchen, den Ritter dahin zu stellen. Ich meine, der ist nicht sonderlich schnell. Aber vielleicht funktioniert er. Man weiß es nicht. Ich finde, diesen Versuch ist es doch wert. Wir führen 2-0 gegen Dortmund. Zeit für Experimente. Ich meine, wenn ich gegen Dortmund, gegen wem, dann, ne? Ziyech, Delaney, Ishak. Ishak, Jones nicht gut aufgepasst. Ah, du Randa, warum geht ihr nicht ran? Kein Zugriff, Tram, bam, Broll konnte gar nicht, der hat gar nicht reagiert. Der hat den Schuss wahrscheinlich gar nicht mal gesehen, weil der so hardcore war. Madu, Hüsing, Chit, Dribbling Skills, Hüsing, allererster Hüsing Güteklasse. Das war nicht so gut. Dafür, dass der Ball sowieso zu Hüsing ankommen sollte. Jones will kämpfen. Ah! Geißler, was ist los? Das war die fehlende Technik hier. Warum nicht einfach nur ein weiter? Ich drück da ganz kurz auf Viereck und er fetzt den Ball quasi nach vorne. Jetzt versuchen sie mit viel Ballbesitz und Druck. Kurzen Pässen, Abschlüssen, Bayer tot quasi. Menschliche Mauer. Jetzt versuchen wir mit allen Mitteln zu verteidigen. Ich hoffe, das geht gut. Manu. Ah, Sancho. Manu. Macht da einen Übersteiger. Baku. Oh, To. Ah, Mann, der hätte den noch einmal weiterleiten können. Hat sich den beide einen kleinen Ticken zu weit vorgelegt. Es hätte großartig werden können. Mit dem Zickzack-Dribbling. So, Jones. Ja. Aber verteidigen tun wir, oder? Schön. Manu hat einfach mal eine Körpertäuschung hingelegt. Ah, da wollte er sich gegen zwei durchsetzen. Das ist zu viel des Guten. Manu, das sage ich dir immer wieder. Das ist zu viel des Guten im Training. Versucht er das auch immer, es funktioniert manchmal, manchmal auch nicht. Ja, und dann ist er einfach drinne. Wie kann er den nicht halten? Der war für mich genau auf den Torwart draufgeschossen. Na gut. Jetzt Dortmund hier doch mit der Chance. Der hätte man noch halten können, oder? Kurze Torwart-Eck, Broll steht da und... Er ist sogar mit dem Fingerspitze, hat er sich gebrochen dabei. Noch dran, aber gut. Wow, wow, wow. Jetzt nicht hier den Faden verlieren. Ihr habt das gerade so gut gemacht. Schön rausgespielt. Oh, Baku, der... Schade. Kein gutes Dribbling. Da wollte er ein gutes Dribbling machen. Hat die Ansätze dafür, der Junge. Oh, die... pulverisieren uns mit den Kurzpässen hier. Philipp hat jetzt Adrenalin. Ziyech. Hallo, wohin? Ah, gut, war nicht so schlecht. Ritter mit einem ritterlichen Pass ins Aus. Ah, Ritter fängt den Ball fast ab. Ritter hat ja ein Tor geschossen im letzten Spiel. Was für eins mit dem chilligen No-Look-Schuss. Schuss, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Oder, oh, da wäre fast ein guter Ball draus geworden. Das wäre ein ritterlicher Pass gewesen. Kommt, kämpft, Leute. Nicht flanken lassen. Er
lässt ihn flanken. Ach, was ist das für ein Abwurf. Ich schieße den Ball nur noch weg. Schön rausgespielt. Da wusste er, wo jemand ist. Und da ist Jones. Und dann chillt er ihn ins Tor. Oh, ich kann es nicht fassen, ey. Jones, den erkennt man mit dem Zopf. Ich hatte auch mal einen Zopf. Ja, mit dünnem Haar sieht das nicht. Also, es sah okay aus, aber es ist nicht okay gewesen. Das war nicht so mein Fall. Jo, der Jones, der kriegt auch seinen verdienten Applaus und wird ausgewechselt. Joavin Jones, erstes Tor in der Bundesliga. Wichtiger Bestandteil Nummer 6. Schlüsselspieler. Definitiv, das hat er bewiesen. Sancho. Baku. Mario Rui. Unruhig. Statt ruhig. Ja, dribbelt der Axel Witzel, glaube ich, ist das. Und dann hat er nicht die Ruhe, die er sonst hat. Ne, Sancho ist das. Entschuldigung, ich habe ihn verurteilt aufgrund seiner Frisur zu Axel Witzel. Ja, weg damit. Boah. Wieder nicht zu null, ne? 3 Gegentore, schon in 3 Partien. Das kommt, weil wir offensiv mutig spielen. Baku, da ist er. Oh, da hat er ihn aber auch gesehen. Ah, so wollte ich das nicht. Ah, ich habe mich einfach reingedreht. Ah, faul ihn. Ich wollte kein Konter. Ich hoffe, das ist keine rote jetzt, nur weil der denkt, das ist eine rote. Keine Arschkarte, bitte. Taktisches Foul. Eigentlich habe ich nicht mal getroffen. Geisler, Bösel. Bösel ist ein bisschen defensiver als Geisler. Das ist ein guter Wechsel. Ja, Geisler. Unsere Nummer 13. Seine Lieblingszahl, hat er mir gesagt. Deswegen haben wir die auch nicht geändert. Tempelmann. Manu sieht ihn. Was für ein überragender Ball. Ah, nein, 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 nein. Na, ah, schade. Ich versuch's mal auf der Schnellbacher-Position mit Ritter. Ansonsten bleibt Ritter ein, auch wenn ich ihm eine Schlüsselrolle gegeben habe, weil das wollte er unbedingt, sonst wäre er nicht gekommen. Bleibt da ein Nobel-Joker, würde ich sagen. Wenn das nicht so gut funktioniert. Denn Schnellbacher funktioniert auf der Position auf jeden Fall recht gut. Er hat ja das 1:0 gemacht. Ziehe ich im Abseits. Verziehe ich. Oh Mann. Die Witze sind echt super. Daran sitze ich auch den ganzen Tag, deswegen nehme ich auch immer so spät auf erst. Ah, schlechter Pass. Mario Götze hat das gerochen, das habe ich gesehen und dann wollte ich das schon nicht mehr machen. Und schön durchgesteckt. Danilo, aber Hüsing, der alte Hühne. Er verhindert es mit der Pike, der ballert der den einfach ins Aus. Sagen, Bayer ist jetzt ein ganz guter Mann. Der war drinnen, nein, aber Joe Roba hätte ihn fast noch gerettet. Oh, jetzt wird's doch mal, jetzt wollen sie noch mal Druck machen. Aber wir spielen das ganz cool aus und gewinnen 3-2, hoffentlich. Der Götze mit dem Kopf, ey. Yeah, buh. Ja. Zum Ausholen brauchte Joe Roba ein bisschen zu... Hä? Das ist Tor? Was mit diesem grünen Ding? Da hat noch was rausgeguckt. Ah, gut. Ja, gut, das, ja, das war Tor, war Tor. Was? Was will ich darauf überhaupt eingehen? Ritter, Manu. Schön. Schön. Die Nummer 9, Otto. Danilo. Ah, 3 Minuten Nachspielzeit. Sancho, das war's. Kämpferisch haben wir 3-2 gewonnen gegen Dortmund. Na, so reinziehen, ey.
Baku ist wahrscheinlich Spieler des Tages. Bam, Klatsch. Yo, 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 yo. Ich bin's, der Otto. Haha. Tore, ein Versuche, zwei. Makana Baku, wahrscheinlich Spieler des Tages, deswegen wird er so angeteased hier. Bang. Die Sonne von Sonnenhof Groß Asbach scheint hell am Himmel. Und die Blocks, für die man auch Eintritt bezahlen muss jeden Monat. Ja. Die sind mit am Start. Und die bleiben auch. Das war eine schöne Kombination à la Dortmund eigentlich. Wusch. Und da ist er, der Schnellbacher. Das Schnellbacher-Tor. Guter junge Mann. Und dann nochmal durchgesteckt, die Nummer 10. Ja, er hat auch nochmal die Übersicht zu flanken. Und dann kann Baku da hochsteigen. Und köpft genau richtig. Passlack hätte da sogar noch rankommen können. Aber war selber überrascht. War wahrscheinlich auch ein Powerkopfball. Und da ist der Otto. Der ballert ihn, glaube ich, jetzt in die Sterne. Ja. Ja, der muss in Sachen Keizschnäuzigkeit noch was dazulernen. Also Mann, mein Ellbogen ist voller Kacke. Und der Baku, da hat er den Ball, hat er gut mitgenommen. Gute Annahme. Und dann schießt er ihn. Boah, so knapp war das nicht, aber war trotzdem ein guter Versuch. Ja, so, wieso machst du ihn nicht? Und dann war das Tor einfach da. Philipp, den hätte Broll auch sowas von halten können. Kriegt die Arme nicht schnell genug hoch. War vielleicht zu doll der Schuss. Er macht Maximilian Philipp den Ball aber rein. Ah ne, 74. Minute. Chorova mit dem feinen Pass auf. Was? Chorova? Weiß ich nicht. Jones und der über den Torwart hinweg. Stibitzt er den Ball da und er macht da einfach das Tor. Er ist so ein richtiger Arbeiter. Das finde ich gut. Ich mag den richtig gerne. Ich wusste das schon, als ich ihn quasi gescoutet habe, als er bei Darmstadt war oder wo das war. Und Düsing mit der Rettungstat. Kommen wir mal das Eckballtor von Mario Götze, glaube ich. Chorova guckt schon so. Deswegen hat er es nicht hingekriegt. Habt ihr es gesehen? Er hat einfach nochmal weggeguckt. Und er so, bam. Aber der hätte den sonst gekriegt. Er hat einfach weggeguckt. Voll realistisch. FIFA, du bist voll realistisch, Mann. Bewertung. Schnellbacher, Jones, Geißler, Ritter. Weiter. Köln 2-0. Aneinander. Gladbach gewinnt. Gladbach gut drauf. Wolfsburg anscheinend auch gut drauf. Dortmund nicht so gut drauf. Verfügbare Einheiten 7. TW-Abschlag, TW-Fangsicherheit ist ja noch unterirdisch hier. Gladbach Erster mit einer krassen Siegesserie. 3 Spiele, 3 Siege. Stuttgart unser nächster Gegner. Pressekonferenz. Nachrichten. Enttäuscht, nicht in der Startelf zu stehen. Das ist, jo. Musst du akzeptieren, leider. Ritter Schnellbacher raus, Ritter rein erstmal. In der Taktikvorlage speichern. Uli Bad. So. Ach, ich bin echt zufrieden mit der Mannschaft. Ich könnte jetzt andere Einspieler einwechseln und so. Und das ist nicht so ein herber Qualitätsverlust. Aber leider möchte ich den Vertrag von ihm lösen. Ich weiß nicht, welcher Verein ihn gefunden hat. Wer denn? Ist das jetzt hier der Weber oder was? Aber ich werde es herausfinden. Dann mache ich einen Anschlag oder so. So hört sich das an. Und im nächsten Spiel stehen wir dem VfB Stuttgart gegenüber. Ihr wisst, jedes Spiel ist jetzt ein Highlight. Stuttgart, die verunsichern wir mal. Wenn das eh keinen Unterschied macht, sind wir arrogant. Bilden uns was ein. Nein, wir sind einfach hochmotiviert. Wir sind momentan Dritter. Mit Baku, der führt die Torjägerliste an. Ich wusste, aus dem Jungen wird noch was. Wenn der dieses Jahr hier die Torjägerkanone holt, dann bin ich echt stolz auf den kleinen Mann, den wir schon seit Anbeginn der Karriere mitschleppen. 75er Wertung hat er schon.
Alles klar, auf jeden Fall würde ich sagen, ihr solltet das nächste Mal Sonnengrufuß Asbach. Nochmal, was steht da? Baku zeigt es allen. Komm, den Artikel, den lesen wir noch als Abschied. Da ist er. Unsere Gang. Los. Akada Baku hat in letzter Zeit eine großartige Leistung für Sonnenhochgruß Asbach gezeigt. Er hat sich zum Führungsspieler entwickelt und der Verein und die Fans hoffen, dass er dieses Niveau auch im weiteren Verlauf der Saison halten kann. Schlusswort. In diesem Sinne, schaltet das nächste Mal wieder ein und ciao.